Das ist ein kleines Experiment von mir. Normalerweise mache ich ja keine Videos zu Produkten, die ich kostenlos bekommen habe. Schon gar nicht, wenn sie vom Hersteller sind. Und das ist hier jetzt eine Ausnahme, weil das ist vom Hersteller. Aber zwei Gründe führen dazu, dass ich diese Ausnahme gerne machen möchte. Nämlich erstens, der Hersteller ist ein Ein-Mann-Unternehmen aus Bayern, der sich da so ein bisschen was ideenschmiedenmäßig ausgedacht hat und sich damit sicherlich ein bisschen was dazu verdienen möchte. Und da ist jetzt wirklich ethisch-moralisch überhaupt nichts dran auszusetzen. Ganz ehrlich, wirklich nicht. So. Und zweitens, ich möchte so ein Produktvorstellungsvideo von etwas, das ich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe, mal ausprobieren aus der Kategorie heraus, kenne deinen Feind, beziehungsweise verurteile niemanden, in dessen Schuhen du nicht 100 Meter gelaufen bist, denn dann ist er barfuß und du bist 100 Meter weit weg im Zweifelsfall. So, und damit will ich sagen, ich lehne ja diese Praxis mit dem Produkt vorstellen, das man nicht selber gekauft hat, grundsätzlich ab, weil dann findet man das Produkt tendenziell besser, als es wirklich ist und man ist dann nicht relativ unvoreingenommen, um an die Sache ranzugehen und traut sich vielleicht nicht zu sagen, dass einem das Produkt nicht gefällt, weil man dann Angst hat, dass man keine weiteren mehr bekommt. Und da gibt es wirklich viele Kritikpunkte, die man an dieser Praxis haben kann. Aber ja, ich lehne das bisher ab, ohne es jemals ausprobiert zu haben. Und daher dachte ich, ich kann es ja mal einmal ausprobieren, dann auch mal gucken, was ihr dazu in die Kommentare schreibt. Und dann werde ich nochmal drüber nachdenken. Und ja, dann sehen wir weiter. Und ansonsten kommen wir jetzt zum Köcherlein. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte einen kleinen Kochervergleich machen. Ich versuche mich auch einigermaßen kurz zu fassen. Ihr wisst, ich mache Kochervergleiche sehr, sehr gerne. Und Kocherwissenschaft ist so ein kleines Hobby von mir. Weil der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern an die große Kochertest- und Suche nach optimalem Kocher für Grönland-Geschichte. Zu vergleichen wären einmal hier neu diese Konstruktion. Das ist der X-Boil FS90 bis 100. Das steht für den Durchmesser. Der besteht aus diesem Teil. Das kann man vorsichtig ausgedrückt relativ simpel auseinandernehmen. Dann ist es flach. Dann kann man es logischerweise in jeden Rucksack problemlos hinten irgendwo reinstecken. Nimmt keinen Platz weg. Finde ich cool. Ja? Also die Verpackmöglichkeit. Tipptopp, super gut. Dann habe ich eine Weile gebraucht, herauszufinden, wie man das korrekt zusammensteckt, damit das auch hält. Und habe immer gedacht, also hier sind so Nopselchen, ja, und hier sind so Öselchen, sage ich jetzt mal, Nippel durch die Lasche ziehen. Und wenn man das so ineinander steckt, dann hebt das erstmal. Das hebt aber nicht sehr stabil und kann relativ schnell das machen und dann kriegt man Angst und einen Schreck. Und blöderweise, das muss ich jetzt auch gleich vorneweg erzählen, eigentlich, ja, ich erzähle es gleich, eigentlich geht das so, dass man die hier von außen da reinsteckt, seht ihr? Und dann sieht das so aus und jetzt zieht man das ein wenig auseinander und guckt, dass dann die Nipselchen hier da beim oberen kann man es jetzt sehen, da hinter diesen Dingens da verschwinden. So, und jetzt machen wir das beim unteren auch noch. Das braucht ein bisschen Übung, ich bin da aber auch ungeschickt. So, und wenn die dann so drin sitzen, dann ist das auch bombensicher, ja, und dann kann man da auch hui und was weiß ich was mit anstellen und dann hebt das, ja. Blöd, das habe ich eben erst kapiert, wie man das eigentlich korrekt zusammensteckt, damit das hebt. Ich musste in der Gebrauchsanweisung, die dankenswerterweise beiliegt für Deppen wie mich, nachlesen. Blöd nur, dass es davor beim Versuch, das eben ohne diese Fixierung ein bisschen mit zu hantieren, ist es mir im Zustand, in dem man die Topfhaken reinhängt, die befinden sich auch im Lieferumfang, die hängt man dann, oh, dann wirft sie runter, die hängt man hier innen ein. Und sieht dann im Grunde so aus. Man kann sich es ungefähr vorstellen. Und dann hat man hier noch einen zweiten. Ja, und dann sieht das so aus. Man kann es sich ungefähr vorstellen. So, und theoretisch hätte man jetzt noch einen dritten. Aber leider ist mir das eben um die Ohren geflogen und hat hier im Wald überall die Topfhaken verteilt. Zwei habe ich wiedergefunden. Der dritte geht mir jetzt gerade ab. Das hebt zwar auch so, ist aber natürlich nicht so cool, wie wenn man noch einen dritten hätte. Weil wenn man einen dritten hätte, gut, es geht auch zur Not mit zwei, wie ich gerade feststelle, dann könnte man hier noch unter dem Bereich der Tasse auch noch einen drunter hängen. Aber so wird die Tasse jetzt auch gehalten von eben ihrem eigenen Bügel, dadurch, dass das eine Tasse mit Griffbügel ist. Geht also jetzt auch so. Trotzdem wäre ich froh, wenn ich das dritte Ding noch wiederfinde.
Erster kleiner Nachteil an der Konstruktion: hat Kleinteile, die verloren gehen können. Das mag ich nicht so, weil ich bin doof und ich verliere Kleinteile, wenn etwas Kleinteile hat. Ihr wisst nicht, wollt nicht wissen, wie oft ich schon neue Speicherkarten gekauft habe. Nicht, weil die alten kaputt waren, sondern weil weg. Und ja, das Ding hat Kleinteile. Ansonsten, soweit Konstruktion prima, steht hervorragend. Ja, also das ist vielleicht auch einer der Gründe, wie ich vom Hersteller weiß, vom Konstrukteur, das ist ein kleines Ein-Mann-Projekt, steht das Teil halt super sicher und darum ging es ihm auch. Er wollte was haben, wo der Topf wirklich schön sicher steht und nicht leicht umgeschmissen werden kann. Weil wenn wir zum Beispiel mal einen Konkurrenz, jetzt nicht das Trangia Kochset, ja, wer jetzt bei Spiritus an das Trangia Kochset denkt, Trangia Sturmkocher, der ist natürlich unumwerfbar, unausbekommbar, windsicher, alles super, ganz großartig, aber ist halt auch ein großes System. Wenn man nur einfach mal eine Tasse heißes Wasser haben möchte, will man vielleicht nicht das Trangia Kochsystem mitschleifen. Dass das Ding legendär und großartig ist, das braucht man gar nicht diskutieren. Ich sehe es aber nicht in direkter Konkurrenz mit so einem kleinen System für mal eben zwischendurch. Ja, und deswegen wollen wir es damit auch gar nicht vergleichen. Aber das wäre natürlich auch unumwerfbar. Aber Mini-Spiritus-Kochsysteme, so wie dieses hier, ne, das ist jetzt die Lösung von Torx. Die haben hier so einen kleinen Spiritus-Brenner. Ich komme auch gleich noch zu den anderen Komponenten von dem Ding. Ah, ich verliere schon wieder Kleinteile. Ja, die haben hier diesen kleinen einfachen Brenner, der ist halt aus einem Teil, der ist doppelwandig, das heißt, wenn du hier Spiritus reinkippst, fließt das in die Wand, ja, und fließt dann zieht in der Wand hoch und dann hat es hier so kleine Löchlein. Jetzt, da kann man sie erahnen, ja. Und da kommen dann die Flammen raus. Ob diese Doppelwandigkeit unbedingt notwendig ist, um Spiritus anzuzünden? Nee, ist sie nicht. Diese Jets, nennt man die gerne im Fachjargon, dienen dazu, dass die Flamme in der Mitte vom Töpflein zentriert wird. Ich zeige euch das dann auch nachher gleich, wenn der brennt. Und damit auch zentral hochsteigt. Und das sorgt für eine gewisse geringere Windanfälligkeit der Flamme. Ob das wirklich dadurch schneller was heiß macht? Das weiß ich nicht. Ich kann es mir eigentlich nicht wirklich erklären, wieso das dann dazu führen sollte, dass es irgendwie eine heißere Flamme gibt. Aber ich bin da auch kein Experte. Vielleicht ist das so. Vielleicht kann da irgendjemand was Erhellendes in den Kommentaren zu beitragen, dass diese Jets tatsächlich, abgesehen davon, dass die cool aussehen und Spaß machen und die Flamme zentrieren und sie nicht so schnell unter dem Topf weggeweht wird, ob die noch eine weitere Funktion haben, ich weiß es einfach nicht. Ja, also wer dazu irgendwie was Erhellendes beitragen kann, würde mich freuen. So, das Ding an sich, hier ist aus Titan, super leicht, super praktisch. Dazu gab es jetzt bei mir eigentlich nur dieses Gerüstchen. Vielleicht gibt es da inzwischen noch bessere technische Lösungen, was man da als drumherum Bausatz nehmen kann. Das funktioniert dahingehend schon, dass man da einen beliebigen Topf, Tasse, was auch immer draufstellen kann. Den Durchmesser von dem Teil kann man durchbiegen, entsprechend variieren und kriegt da fast beliebig große und auch ziemlich kleine Sachen dann ganz gut draufgestellt. Und damit ist die Standfestigkeit, je nachdem, was für einen Durchmesser man da wählt, ganz gut. Aber das Ding obendrauf wackelt natürlich wie Sau. Und wenn man auf dem unebenen Boden, was ich mir hier gerade gesucht habe, ich habe hier uneben, kann man natürlich versuchen, sich das irgendwie eben zu bauen, indem man ein bisschen im Dreck rumbuddelt. Aber ja, das ist halt, ne, und wenn du dran stößt, fällt es runter. Und so gesehen verstehe ich schon, dass da für Leute, die gerne einen guten Topfstand haben, diese Konstruktion, die ja dafür gedacht ist, das ist natürlich viel, ne? Zum Vergleich. Ja, jetzt ist er weg. Scheiße, muss ich aufstehen. Oh Mann, ich will nicht aufstehen. Kennt ihr das? Aufstehen. Wenn man mal steht, dann hat man auch Freude an Bewegung. Aber aufstehen. Sätze eines Couch-Potatoes. Ja, es ist Corona, wir sind alle Couch-Potato. Ja, egal. Jedenfalls, hierzu gehört noch ein Brenner und der Brenner ist so simpel, wie er nur sein kann, das ist diese Dose. Ja, so sieht sie zu aus.
Da kann man dann auch noch diese Topfhaken reinmachen, die scheppern dann da drin. Deswegen wird man noch ein Tüchlein dazu machen, mit dem man dann hinterher seinen Topf vielleicht noch ein bisschen sauber machen kann. Ich weiß es nicht, aber ich würde für die weiteren Praxiseinsatz mir da sicherlich noch ein Tüchlein reinmachen, damit es eben nicht so scheppert. Ein einfaches Küchentuch tut es auch, also diese Zewa, ne? Zewa-Derivate, muss ja nicht original Zewa sein. So, ja, und Idee ist, so rum, Moment, so rum für S-Bit, ja, legt man hier einfach drauf. So rum würde es auch für S-Bit funktionieren, aber dann würde man sich halt hier nach und nach S-Bit-Rückstände innen drin ansammeln, die man da vielleicht nicht haben möchte, und so rum dann halt für Spiritus zum Beispiel, ja, oder Brennpaste oder alles so in diese Richtung. Ja, ist nicht unbedingt Benzin. Wobei theoretisch mit Feuerzeugbenzin könnte man das sicherlich theoretisch auch befüllen, abgesehen davon, dass das vielleicht nicht so viel Sinn macht. Aber nicht machen. Nicht machen. Ja, ja, genau. Und das ist im Grunde auch schon der ganze Zauber. Das Ding selber hier ist natürlich dadurch, dass es hier jetzt dann draufsteht, ein bisschen wackeliger, als wenn man es einfach so auf den Boden stellt. Ich weiß noch nicht genau, warum man es nicht einfach so auf den Boden stellen sollte. Laut Meinung des Herstellers bringt es was, wenn man es da drauf stellt, hier drauf, dass es dann irgendwie weniger rußt. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum das so ist, aber das meint er. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Werde ich nach und nach vielleicht auch mal irgendwann ausprobieren, aber heute nicht. Heute machen wir nun mal generell ein bisschen heißes Wasser, was uns zu dem Punkt bringt, an dem ich jetzt erstens nochmal aufstehe, dann zweitens nochmal den dritten Topfhaken suche, vielleicht finde ich ihn ja doch noch. Und der kann quasi überall liegen, weil es ist mit Schmackes auseinandergeflogen. Und der Waldboden ist nun mal... Hat schon wieder jemand vergessen, den Wald aufzuräumen. Leute, das kann so nicht weitergehen mit unserer Forstwirtschaft. Dieser Wald, guckt euch das mal an, da liegt überall Laub. Zumindest in dieser Konstruktion fehlt dem Torx jeder Windschutz. Das, wenn es windig ist, ist das scheiße. Das ist wirklich eine Katastrophe. Bei starkem Wind ohne Windschutz was heiß machen, das macht überhaupt keinen Spaß und dauert ewig. Insbesondere, wenn man ohnehin einen energiearmen Brennstoff wie Spiritus, das ist der energiearmste Brennstoff, den wir so haben, bei den normalen Standardbrennstoffen, die man Autos so verwenden kann, mal abgesehen von Holz, den es gibt. Ja? Und da muss man schon auf Windschutz achten, sonst macht das keine Freude, langfristig mit Spiritus zu arbeiten. Okay, also, das ist jetzt mein Topf, ne? Tasse, wie auch immer man dieses Objekt genau nennen möchte. Hier haben wir das Halterchen, das werde ich jetzt dann gleich da so hinstellen, und drunter kommt eben diese Dose, von mir aus auf Brenner, aber ja, also ist nicht böse gemeint, aber es sieht halt aus wie eine Dose. Die Tasse hat eine Skala, dass wir bei beiden Systemen gleich viel Wasser heiß machen. Ob wir jeweils gleich viel Spiritus verbrauchen, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich versuche jetzt wirklich aus der Geschwindigkeit, wie schnell das Wasser kocht, auf die Effizienz irgendwie Rückschlüsse zu ziehen. Natürlich wäre es noch interessant, wie viel Brennstoff man jeweils im Einzelnen verbraucht. Das kann ich jetzt aber aktuell gerade nicht messen. Und ja, ich finde es trotzdem erstmal ein Anhaltspunkt, das mit dem Torx-Brennerlein. Ihr seht nichts. Jetzt seht ihr es immer noch nicht. Wartet mal, ich mach's mal. Ah, jetzt seht ihr was. Genau. So, und wir machen da jetzt, ja, was machen wir denn da? Hat die überhaupt eine Skala? Ja, doch hat sie. Ich nehme sie nochmal weg und mach da jetzt mal rein. 300 Milliliter. Ich habe ja Durst und das kommt dann da später so drauf. Da muss man noch gucken, dass hier der Griff da rausragt und wartet mal. Jetzt sieht man es noch besser. Und ja, also das ist so, jetzt hier auf dem unebenen Untergrund, ja, ein bisschen schwanken kann es, aber mehr auch nicht. Also das war jetzt so das Höchste der Gefühle. Mehr schwanken, da würde ich es dann quasi direkt mit Schmackes umwerfen müssen. Steht also schon sehr stabil. Zünden hier mal an. Brennt das? Das tut es, ja. Und ja, im Grunde ist das eine brennende Spirituspfütze, ne? Und beim Draufstellen drücke ich hier mal Start. Zack. Hoppla. Und muss jetzt noch gucken, na? Scheiße. Okay, jetzt hat sich hier der Rand meiner Tasse unter dem Ding hier verklemmt. Ah.
Das ist natürlich nur eine Kleinigkeit und das liegt jetzt wieder vor allen Dingen daran, dass ich zu blöd war. Problem bei meiner jetzt Larifari-Aufstellung habe ich jetzt natürlich, ihr seht, auf der einen Seite schlagen ein bisschen die Flammen raus, ist die Dose mit dem Brennmaterial, ne, mit dem Spiritus, ist jetzt nicht mehr ganz mittig unter dem Windschutz. So, jetzt ist besser. Jetzt ist ungefähr mittig. Und ja, stabil stehen tut es immer noch. Telefon mal noch ein klein bisschen zur Seite. Das ist zwar jetzt nicht mehr das allerteuerste Modell, aber es muss ja auch nicht brennen. Und dann warten wir mal. Ne? Achso, bauen wir einen Deckel drauf. Brennstoff sparen. Nach einer Minute kommt jeweils der Deckel drauf. Das machen wir im Torx dann genauso. Nach einer Minute den Deckel drauf. So, mal gucken. Erfahrungsgemäß so richtig kochen tut es, wenn hier durch die kleinen Löchlein der Dampf aufsteigt. Und das tut er noch nicht. Und deswegen würde ich das noch nicht als so richtig kochend bezeichnen. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, hier ewig zu hocken. Kommt immer auf die Umgebungsbedingungen an, wie schnell so ein Köcherchen ist. Und im Übrigen ist er jetzt aus. Ja, also bei gefühlt Vollmachen mit Spiritus hat es bis ganz kochen nicht gereicht. Aber ja, ich will das Wasser auch wirklich nicht in den Finger reinstecken. Das ist schon sehr heiß. Ja, aber das halten die jetzt mal als vorläufiges Ergebnis so fest. Ja, dann eine kleine Anmerkung aus dem Schnitt. Natürlich war jetzt weder die Dose zentral in der Mitte vom Windschutz, noch stand sie, die Tasse, die stand auch ein bisschen zu weit links, habt ihr gesehen. Ne? Also es war zwischen Windschutz und Tasse links quasi keine Öffnung. Ich habe das nicht gesehen, weil ich hier ja wirklich praxisnah mit unebenem Boden arbeite, hat man im Wald häufig bis fast immer, wenn man sich nicht die Mühe macht, sich irgendwas Ebenes zu suchen. Und das wollte ich halt eben auch ausprobieren. Und unter diesen Bedingungen ist das jetzt halt so ein, ja, tatsächlich auch deutlich schlechteres Ergebnis als die, ich sag mal, Laborwerte zu dem Kocher, die man im Internet finden kann. Könnte man verbessern, indem man sich wirklich mehr Mühe mit dem Aufstellen macht. Das sei an dieser Stelle einfach noch kurz angemerkt. Und es ist ziemlich kalt. Es wird auch im Lauf des Videos noch kälter. Ich war kurz vor Sonnenuntergang draußen und wenn die erstmal weg ist, dann wird es natürlich noch mal kälter. Also wir reden hier so von 5, 6 Grad Außentemperatur. Also für Teewasser vollkommen ausreichend. So, wir machen die zweite Variante. Die zweite Variante besteht jetzt eben darin, dass wir den hier nehmen. Gucken, dass der halbwegs sicher steht. Da eine hoffentlich einigermaßen vergleichbare Menge Spiritus reinmachen. Moment, wir zünden erstmal an. So, jetzt machen wir das Ding hier drum. Zack. Und jetzt habe ich noch gar kein Wasser. Heieieiei. Das ist heute was mit Hirn. Ihr seht da an der blauen Komponente des Feuers, ich hoffe, man sieht es auch tatsächlich, mehr ranzoomen kann ich nicht, doch man sieht es einigermaßen, eben diese Jetflammen. Und ich weiß eben nicht, machen die es heißer? Gefühlt brennt der nicht so lange, der Torx. Also mit einer kleinen Menge Spiritus ist der relativ schnell ausgebrannt. So, das sind 300 Milliliter. Ah! Start. So. Ja, auf 2 Sekunden kommt es, glaube ich, nicht an. Aber die Konstruktion ist wackelig. Das ist definitiv wackelig. Und nach einer Minute machen wir den Deckel drauf. das ist so. Ja? Also das muss man ganz klar sagen. Hochwackelige Angelegenheit. Da muss man schon aufpassen, dass einem das nicht umkippt. Wenn da jetzt irgendwas wäre, allein schon ein super starker Windstoß, könnte ich mir vorstellen, dass mir das umfällt. Ich habe mir übrigens jetzt den Tee in die andere Tasse gefüllt. Aber die da war kalt, keine Sorge. Das ist Titan, das kühlt super schnell ab. Beziehungsweise bleibt sehr lange heiß, solange heißer Inhalt drin ist. Und wird sehr schnell kalt, wenn er nicht mehr drin ist. Ich wollte noch erzählen,
bevor jetzt wieder einer kommt und sagt, ist mir doch egal, wie lange das dauert, ob das jetzt 10 Minuten sind oder 15 Minuten, ich habe ja Zeit, wenn ich draußen bin. Ja, das stimmt, aber es geht halt darum, wie brennstoffeffizient das Ganze ist. Ja, wie viele Minuten brennenden Spiritus und damit auch Spiritusverbrauch brauche ich denn, bis da was kocht. Darum geht's, ja, um die Brennstoffeffizienz. Nicht darum, dass es ist tatsächlich völlig egal, ob du hier 30 Minuten hockst, bis du eine Tasse heißes Wasser hast oder eine Stunde. Das ist, würde mich persönlich jetzt auch relativ... Okay, eine Stunde wäre vielleicht ein bisschen lang. Aber darum geht es tatsächlich nicht. Und auch nicht um 5 oder 10 Minuten geht es bestimmt nicht. Worum es wirklich geht, ist einfach die Effizienz des Brenners. Ob das dieser Effekt mit den Jets da, trotz kein Windschutz, jetzt eine höhere Performance bringt als der andere Kocher, der wirklich einen super Windschutz hat. Der Windschutz gefällt mir großartig. Der viel besser steht. Aber vom Brenner her, sage ich jetzt mal, eine eher simple Konstruktion aufweist. Gut. Ja, oh je, das habe ich befürchtet. Man hört es da schon rauschen im Topf. Wir sind bei 4 Minuten, jetzt gerade 7 Sekunden. 8. Und ich befürchte, das wird jetzt demnächst kochen. Und das bestätigt dann wohl die Vermutung der Hersteller von diesem Kocher da, der da drunter ist, dass die Jets eben doch zu was gut sind. Der uralte Trangia hat die auch und hat die seit gefühlt 100 Jahren. Und ja, das würde auch wieder eben die Vermutung bestätigen, dass die zu was gut sind, tatsächlich. Ja, aber noch, doch jetzt. Also das ist so der Punkt, wo ich jetzt wirklich sagen würde, da kocht's, jetzt steigt der Dampf aus den Löchern. Ja, circa 5 Minuten und sprudelnd kochend. Ja, also wir halten fest, die Jets sind zu was gut. Braucht man die unbedingt? Sicher nicht, aber ja, mit dem X-Boil, siehe Disclaimer zu diesem Video, habe ich halt schon ein bisschen was zu schaffen. Das tut mir jetzt wirklich leid. Ich hätte gehofft, dass dieser Jet-Effekt weniger wichtig ist. Wenn jetzt starker Wind gegangen wäre, ja, da gehe ich schwer davon aus, dass wenn der gegangen wäre, hätten wir den kleineren Unterschied gehabt. Weil ganz ohne Windschutz mit dem Torx, das ist dann halt nochmal was ganz anderes. Und es geht quasi kein Wind. So, hallo und herzlich willkommen in der Küche. Wir machen jetzt noch Folgendes. Wir machen hier einen kleinen Gewichtsvergleich der verschiedenen Kochersysteme. Und hier haben wir den Windschutz. Der wiegt ganz genau 40 Gramm nach meiner Waage. Ohne Mit Topfhalterlies wiegt er dann 50 Gramm. Das ist ziemlich leicht. So, und dann haben wir hier noch die Dose ohne Deckel mit 14 Gramm und mit Deckel mit 24 Gramm, beziehungsweise dann beides zusammen 73 Gramm für das vollständige System, ohne Gebrauchsanweisung und ohne ein zusätzliches Tüchlein, das man in der Dose mitführt. Ja, das ist doch gut. So, ein Torx wiegt 20 Gramm, hoppla, ich dachte, der wäre schwerer. Und ein Drahtgestell wiegt, auch nochmal 20 Gramm. Ja, okay, also dann sind wir dabei 42 Gramm für das Torx Titan Kochsystem mit Edelstahl, vermutlich Drahtgeflecht, was auch immer. Also 42 versus 74. Wiegt also nicht ganz das Doppelte, aber ist auch sehr leicht, muss man sagen. Ja, also wir befinden uns natürlich hier bei dem System im absoluten Top-Bereich, was ein Kochsystem wiegen kann. Wenn man noch das Beutelchen mitwiegt, dann sind es 46 Gramm. Ah, das ist schon sehr gut. So, lala. Folgendes. Ich habe jetzt hier nochmal an einem anderen Tag ausprobiert, das Ganze mit Brennpaste. Habe hier meine Urinprobe mitgebracht. Das ist mein Brennpastenbecher. Ja, das ist zugegebenerweise ernsthaft ein Urinprobenbecher.
aber die sind auch super praktisch für anderes. Man kann zum Beispiel Brennpaste drin transportieren. So, die habe ich jetzt bereits hier in das Köcherchen eingefüllt. Das haben wir ja jetzt schon gesehen, wie das geht. Und das ist halt einer der Vorteile. Man kann nämlich weder mit dem normalen Trangia noch mit dem, mit dem Torx-Brenner, kann man Brennpaste halt jeweils nicht wirklich verwenden. Die verstopft dann da die Düsen und so weiter und so fort. Das ist keine gute Idee. Wirklich nicht. Geht zwar, aber würde ich definitiv von abraten wollen. Ja, und was ich jetzt noch ausprobieren möchte, ist eben die Verwendung mit Brennpaste, weil das wäre jetzt das Alleinstellungsmerkmal eben von diesem Multifuel-Kocher, muss man ja auch sagen. Man kann da ja auch Esbit reinwerfen. Das ist ja das Nächste. Das ist ja ganz klar ein Multifuel-Kocher und nicht nur und ausschließlich Spiritus bzw. Bioethanol oder auch nicht Bioethanol. Ne? Das darf auch normales Ethanol sein. Ja, und wenn's brennt bzw. wenn der Topf draufsteht, wenn der Topf draufsteht, dann läuft die Uhr. Ich lasse das jetzt noch ein kleines bisschen losbrennen, damit es überhaupt erst richtig brennt. Das ist jetzt der Fall. Und piu! Ja, okay. Zumindest spätestens jetzt. Und wir machen das Deckelchen drauf. Es sind wieder circa 300 Milliliter, ein Hauch weniger vielleicht. Aber das war beim letzten Mal, glaube ich, auch noch ein Hauch weniger. Von daher, jo, und dann wollen wir mal schauen, wie lange das ungefähr dauert. Und dann sage ich Bescheid. So, dala, es steigt Rauch auf vom Topf. Und ich meine auch schon so ein leichtes... Das Problem ist jetzt, wenn ich den Deckel abmache und es kocht noch nicht, dann kriegen wir eine zeitliche Verzerrung. Ja, also das ist schon sehr, sehr heiß. Streng genommen kocht es vielleicht noch nicht. Aber ja, doch jetzt. Ja, das kocht. Das kocht. Wir machen Stopp. Wir ziehen noch ein paar Sekunden ab und dann sind wir bei circa 6,18, sowas um den Dreh. Also recht ähnlich, zumal es heute ein Ticken kälter ist, als ich das letzte Mal getestet habe. Recht ähnlich dem Spiritus. Und ja, also da muss man jetzt auch, kannst du auf mich? Ich bin auf dir. Ah. Also da muss man ganz klar sagen, das ist natürlich jetzt noch ein Vorteil, den man nicht rein in der Leistung des Kochers messen kann, dass man den also auch mit Esbit, theoretisch auch mit Grillanzünder aus dem Baumarkt, also diese weißlichen Chemie-Paraffin-Grillanzünder, kann man verwenden, man kann Spiritus verwenden, man kann Brennpaste verwenden, man kann da im Prinzip wirklich alles, was, im Grunde kann ich auch einfach ein Teelicht in die Dose stellen, das dürfte auch funktionieren, dauert dann halt eine Weile und wird wahrscheinlich nicht kochen, aber zumindest heiß machen, tut das auch. Das ist sicherlich nochmal ein großer Vorteil eben gegenüber von diesen hochspezialisierten Spiritusbrennern, die dann auch wirklich nur mit Spiritus arbeiten, wenn das dann auch ein bisschen schneller. Und wenn du nochmal kurz auf den Topf. Standvermögen ist halt wirklich sensationell. Also ich müsste mir wirklich richtig Mühe geben. Selbst wenn ich da jetzt mit dem Fuß mal aus Versehen dran stoße, ja, dann tropfen da zwei Tropfen Wasser vielleicht raus, aber da kann eigentlich nicht viel passieren. Das ist ein großer Vorteil. Auch hinsichtlich der möglichen Waldbrandverursachung, wobei das mit keinem Kocher passiert, wenn man nicht ein Idiot ist. Und der Verbrauch an Brennpaste, also da ist jetzt noch reichlich drin. Das hält sich dann auch sehr, sehr in Grenzen und die wiegt jetzt auch nicht unglaublich viel. Also ich glaube, mit dem System würde ich dann tatsächlich auf die Sicherheitsbrennpaste umsteigen. Und ja, also das hat gut funktioniert. Ja, dann an dieser Stelle... das war ja im Prinzip schon die Zusammenfassung. Der Kocher ist nicht ein hochspezialisierter Spirituskocher, aber dafür kann man alles Mögliche reinschmeißen. Windschutz hervorragend, Standvermögen hervorragend. Das sind so die Punkte, die definitiv dafür sprechen. Und leicht ist er auch, sehr leicht sogar, wenn auch nicht ultra, ultra leicht. So, jetzt quatsche ich über meine alternative Abmoderation noch schnell drüber. Ich bin nicht der Erste, der das Ding reviewt.
Da haben schon einige andere Kollegen im Outdoor-YouTube-Bereich, und das ist ja auch schön und gut so, ihre Meinung zu gesagt. Die sind auch alle von dem Kocher grundsätzlich sehr, sehr angetan. Wenn man dann in die Kommentare guckt, dann findet man schon den ein oder anderen Hinweis, den ich nicht ganz ignorieren möchte. Nämlich erstens, das Ding kostet 50 Euro. Das allein ist schon ja mal erstmal, kann man so mal im Raum stehen lassen. Zweitens, gerade im Kocherbereich ist es schwierig, so einen teuren Kocher, finde ich, zu rechtfertigen, wenn es doch 7000 Möglichkeiten gibt, wie man sich aus Dosen Kocherchen selber bauen kann für gar kein Geld. Und ja, die Diskussion hatte ich selbst auch beim Torx-Kocher. Da ging es auch darum, der kostet fast 40 Euro, kann man sich aus Dose auch selber bauen und der macht mehr oder weniger dasselbe. Und hatte ich auch schon Schwierigkeiten, wirklich Argumente zu finden, weshalb der Torx dann trotzdem seine Daseinsberechtigung hat. Der hält halt länger. Ja, viel mehr Argumente habe ich fast nicht gefunden, weil ein aus einer Cola-Dose oder Bierdose zusammengebauter Spirituskocher wiegt tatsächlich ähnlich wenig wie ein Torx, hat mitunter, je nachdem wie man den baut, sogar auch schon eine Topfauflage und steht im Übrigen auch ziemlich sicher, muss man natürlich Zeit reinstecken, und es ist kein ganz so hochwertiges Produkt und man muss es auch hinkriegen. Ja, das ist alles so, sind so einzelne Punkte. Aber ja, in Anbetracht eben dieser Möglichkeit erscheint einem 50 Euro für so ein Kochsystem völlig wirklich sehr teuer. Zumal diese Dose, kann mir keiner erzählen, dass die mehr als 2-3 Euro kostet. Tut sie auch nicht, wenn man sie ersetzen möchte. Die Topfhaken, das ist im Grunde ja wirklich nur ein bisschen gebogenes Blech. Zwar gut gebogen, aber ja. Und der Windschutz an sich, ja, das ist ein großes Stück gebogenes Blech, wenn wir ehrlich sind, mit reingefrästen Öffnungen. Und das ist alles auch wirklich prima verarbeitet. Aber selbst bei deutschem Preisniveau mag mir nicht ganz einleuchten, warum das wirklich so teuer sein muss. Aber zur Verteidigung, Stückmassegesetz. Den Kocher wird sich nicht 7 Milliarden Mal verkaufen. Das heißt, sämtliche Fixkosten in der Produktion müssen auf eine kleine Menge Produkt umgelegt werden, was die einzelnen Exemplare des Produktes natürlich umso teurer macht. Da gab es Entwicklungskosten. Da muss vielleicht irgendwelche Genehmigungen eingeholt werden. Vielleicht kriegen die Dinger einen TÜV. Ich kenne mich da nicht aus. Aber solche Dinge und manche Sachen, die wir wahrscheinlich auch gar nicht auf dem Schirm haben als Leute, die eben nicht sowas hergestellt haben, kommen dann noch dazu. Und letztendlich, wenn man da viel Arbeit reingesteckt hat, dann will man auch, wenn man so ein Ding verkauft, ja nicht nur mit 3 Euro Gewinn aus einem Verkauf rausgehen, gerade bei einem Produkt, was sich nicht 7 Milliarden Mal verkaufen wird, sondern man möchte sicherlich einen Zehner haben oder vielleicht auch 15 Euro oder irgendwie sowas. Und dann ist klar, dass dann ein gewisser Gewinnaufschlag gerade bei geringen Stückzahlen drauf muss. Das kann man menschlich absolut nachvollziehen. Also Kaufgrund, der mir jetzt noch einfallen würde, wäre halt trotz dem Preis dann einfach das gute Gewissen, was Made in Germany gekauft zu haben. Und das fühlt sich natürlich dann gegebenenfalls für den einen oder anderen von uns besser an, als den üblichen Campbell aus China importiert zu haben, der zwar überhaupt nichts kostet, aber für mich hat das immer so einen gewissen Beigeschmack, ne? Der Ehrlichkeit halber, würde ich mir den für 50 Euro kaufen? Nee, das wäre mir auch zu teuer. Ja, aber der Kocher an sich ist wirklich prima, und wer sagt, ich kann mir das leisten und möchte ihn gern haben, bitte gerne. Absolute Empfehlung in dem Fall. So, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.